Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Vielzitzenmäuse machen ihrem Namen alle Ehre. Und sie haben nicht nur viele Zitzen, sondern sie können auch besonders viel Nachwuchs bekommen. Bis zu 15 Babys sind eigentlich ganz normal. Einige sind hier im Tierheim in Erding. Wir werden die Kleinen heute vorstellen und außerdem haben wir noch diese Themen für Sie. Hoch zu Ross. Wir blicken hinter die Kulissen der Polizeireiterstaffel. Hoppelndes Trio. Kaninchengruppe sucht neues Zuhause mit viel Platz und Abwechslung. Und Häuschen für Mäuschen. 30 Vielzitzenmäuse aus dem Tierheim Erding sind bereit, adoptiert zu werden. Tierisch München heute wieder aus dem Tierheim in Erding. Und Heidi, du bist die dritte Vorsitzende hier und stellst heute eure Vielzitzenmäuse vor. Ihr habt einige da. Und wir müssen den Moment nutzen, denn hier ist eine ganz aktiv, obwohl die ja eigentlich nachtaktiv sind, oder? Eine ist jetzt gerade dabei, die wo sich präsentiert. Wie du schon sagst, das sind nachtaktive Tiere. Und das ist jetzt eine von vielen. Wir haben im Moment 30 Stück. Wir haben die bekommen von einer Dame, die hatte angeblich Gleichgeschlechtliche bekommen. Es war aber ein Pärchen und die haben sich dann innerhalb kürzester Zeit vermehrt. Wir sehen jetzt schon ein bisschen was von dem Gehege. Grundsätzlich gilt, wie bei allen anderen Kleintieren auch, je größer, desto besser. Wo fühlen die sich denn wohl, die Vielzitzenmäuse? Also sie fühlen sich auf alle Fälle wohl, wenn sie, ihr seht ja, wir haben ja da das Einstreu, wenn sie sich verkriechen können. Dann, wenn sie natürlich jetzt Häuschen haben, das Laufrad ist natürlich jetzt auch noch was für die Beschäftigung. Und wie gesagt, immer Versteckmöglichkeiten, auch für ihre Kinder. Und wie gesagt, wir haben jetzt da unten, unten sind die Kleinen. Die Kleinen, also die Jüngsten, was dabei sind, sind jetzt so circa 4-5 Tage alt. Was man bei den Vielzitzenmäusen noch dazu sagen sollte, sie sind jetzt keine guten Kletterer, aber wenn die größer sind, die springen sehr. Also die können da wirklich entgegenspringen, sage ich jetzt mal. Deswegen auch das hohe Gehege, oder? Genau, das hohe Gehege und eben auch immer oben was drauf, dass sie da nicht drüber können. Sobald die gesund sind und natürlich auch alt genug sind, dürfen sie ausziehen. Jetzt soll natürlich nicht das passieren, wie beim letzten Mal auch schon passiert ist, dass die sich vermehren, aber die wollen ja trotzdem in eine Gruppe. Wie funktioniert dann die Vermittlung? Also auf alle Fälle zu zweit, also weniger als wie zwei geht nicht. Gruppe ist natürlich immer gut. Und wir versuchen auch schon, bevor das die in die Vermittlung geht, die männlichen zu kastrieren. Es ist bei so kleinen Tieren immer ganz schwierig, schon die Geschlechter zu bestimmen, wenn die kleiner sind. Also gibt es viele, die wo dann sagen, ja, sind Gleichgeschlechtliche, sind es aber nicht. Und deswegen würden wir immer sagen, vielleicht doch nur mal der Sicherheit halber, das bei einem Tierarzt abzuchecken, ob das wirklich Gleichgeschlechtliche sind. Ansonsten sollte man doch bitte das Männchen kastrieren. Damit eben nicht das Damit passiert. Damit man sowas vermeiden kann, genau. Für wen sind die denn sonst so ganz generell als Haustier geeignet? Für Kleinkinder sind sie jetzt nicht, weil sie sind gegenüber von normalen Farbmäusen ein bisschen bissiger, also ein bisschen aggressiver. Also ich sage jetzt mal so, für Jugendliche sind es in Ordnung oder dann auch für Erwachsene. Aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, es sind keine tagaktive Tiere, sondern die sind immer nachtaktiv. Die lassen sich gut beobachten. Und was jetzt bei uns im Tierheim noch dazu kommt, es ist ganzen Tag bei uns Betrieb. Also stellen sich entweder, ob das jetzt Ratten oder Mäuse sind, die stellen sich auf unseren Ablauf ein. Und deswegen kann es sein, dass die von nachtaktiv auf tagaktiv übergehen. Ja.
Wenn man die Olympia-Reitanlage im Münchner Norden so anschaut, sieht es nicht so aus, als wäre man hier bei der Polizei. Tatsächlich ist das aber die älteste Polizeidienststelle in München. Seit mittlerweile 125 Jahren gibt es dort die Polizeireiterstaffel. Wir haben nachgefragt, wann und wie sie eingesetzt wird. Sie sind sportlich, imposant und vor allem gut ausgebildet. Die Pferde der Polizeireiterstaffel. Die Olympia-Reithalle in Rien gilt als Vorbild für eine einzigartige und nachhaltige Nutzung. Zum 125-jährigen Jubiläum hat Innenminister Joachim Herrmann die Reiterstaffel besucht. Zum einen ist die Präsenz in öffentlichen Räumen, in naturnahen Räumen, das ist der Englische Garten hier genauso wie Isarauen oder auch im Zulauf zum Beispiel zu großen Fußballspielen schon so, dass gerade bevor sich Menschen vielleicht in die Haare geraten, sie dann vor Polizei, die mit zu Pferde kommt, schon noch mehr Respekt auch haben. Und es gibt dann jeweils den Reiter auch einen größeren Überblick zum Beispiel über eine Menschenmenge, weil er doch nochmal in der Regel so etwa einen Meter höher nochmal thront auf dem Pferd. Ein Meter höher als die übrige Menschenmenge ist. 66 Pferde gehören derzeit zur Polizeireiterstaffel in München. Diese war im vergangenen Jahr 164 Mal im Einsatz. Die Reiterstaffel wird unter anderem eingesetzt bei Versammlungen, Absperrungen und Suchen im Gelände. Die Ausbildung der Pferde dauert circa ein Jahr. Insgesamt muss das sogenannte Exterieur passen, sprich der gesamte Körperbau des Pferdes, auch der Knochenbau des Knochengerüstes. Es darf keine größeren Krankheiten bzw. natürlich auch keine Fehlstellungen haben. Aber auch das Interieur, sprich das Wesen des Pferdes, ist ganz entscheidend. Aber auch eine gewisse Grundruhe, dass das Pferd, wenn man es natürlich mit bestimmten Situationen vertraut macht, dann auch damit umgehen kann. Und das Wichtigste bei der Polizeireiterstaffel: Menschen und Pferde müssen sich gegenseitig vertrauen und aufeinander verlassen können. Zurück bei Tierisch München, heute aus dem Tierheim in Erding in der Osterwoche. Wir nutzen deshalb heute thematisch die Gelegenheit, Kaninchen vorzustellen. Ganz wichtig ist dabei aber zu sagen, dass Kaninchen eben nicht an Ostern als Geschenk verschenkt werden sollen. Nein. Trotzdem wollen wir hier, Heidi, drei wirklich Traumkaninchen vorstellen, oder? Ja, es sind wirklich traumhafte Kaninchen. Kommen als Babys zu uns, sind reine Handaufzuchten, weil die Mutter ist leider verstorben. Und sie sind jetzt noch kein Jahr alt, also die wären erst ein Jahr. Also so ganz ausgewachsen sind sie noch nicht. Sie sind ein bisschen was von einem deutschen Riesen, so in der Richtung. Also sie sind jetzt nicht die üblichen üblichen Kaninchen. Und sie sind wirklich traumhaft. Und auch wenn es viele Leute nicht glauben, Kaninchen haben auch viele Bedürfnisse. Sie sind auch sehr intelligent. Also sie gehen auch auf Couch oder so jetzt in die Häuser oder jetzt auf unsere Ablagen, was wir da haben, gingen die locker auf. Man muss halt bei den Kaninchen auch berücksichtigen, weil man kann sich auch in der Wohnung halten, geht natürlich auch. Aber ein Kaninchen ist auch ein nachtaktives Tier. Natürlich haben wir jetzt auch was zum Fressen dabei, ein bisschen Bestechung. Aber die sind auch so total neugierig und gleich hergekommen, obwohl sie uns nicht kennen. Die sind sozusagen eure Vorzeigekaninchen, oder? Die sind Menschen gewöhnt, das sind Handaufzuchten. Es sind einfach traumhaft schöne Kaninchen, wobei die bei uns grundsätzlich mit Frischfutter gefüttert werden. Also die Kaninchen bei uns bekommen jetzt keine Körner oder nur Körner. Und wenn, dann nur speziell welche, wo sie dann auch mit dem Futter vertragen. Sie kriegen, wie gesagt, Kohl, sie kriegen jede Menge an verschiedenen Salaten, sie kriegen auch Karotten, Heu, getrocknete Kräuter. Da gibt's auch, da gehen die Meinungen sehr auseinander, aber die sollen jetzt nichts haben, wo die richtig fest draufbeißen müssen. Also am besten ist immer, wenn das auch etwas geraspelt oder geschnitten wird,
Weil man glaubt es nicht, aber die Kaninchen leiden dann sehr schnell an Zahnfehlstellungen. Mhm. Und dann kann es passieren, dass man ein sogenanntes Zahnkaninchen dann kriegt, dass die Probleme mit den Backenzähnen kriegen oder vorne mit den. Ja, also da sollte man schon drauf achten. Ein ganz großes Thema, und das wollen wir jetzt hier auch noch mal besprechen, ist die Größe des Geheges. Hier bei euch haben die viel Platz zum Hoppeln, die haben was zum Hochspringen. Und trotzdem wäre noch mehr besser, oder? Ja, also die Mindestanforderung für ein Kaninchen wäre 3 Quadratmeter. Man sollte aber ein Kaninchen ja sowieso nicht halten, weil die immer Gesellschaft brauchen. Also ist die Faustregel eigentlich für 2 Kaninchen 6 Quadratmeter, für jedes weitere Kaninchen dazu 1,5. Zum Beispiel, viele meinen immer, Kaninchen bewegen sich nur auf dem Boden, ist aber nicht der Fall. Ihr seht ja, wir haben da überall so Erhöhungen. Also die möchten immer auch erhöht sitzen, dann natürlich auch, wo sie sich verstecken können. Das sind Geschwister, die sind gemeinsam gekommen. Die Gefleckte, das ist das Mädchen, und der Weiße und der Rote sind die Jungs. Die sind auch beide schon kastriert und die sollen auch zusammen wieder ausziehen, oder? Die sind so aufeinander eingespielt, die möchten wir nicht trennen, sondern die sollten zu dritt ausziehen. In ein schönes Zuhause mit viel Platz. Was brauchen denn Kaninchen sonst noch so? Man kann sie wunderbar im Außengehege halten. Man kann jetzt Kaninchen auch sehr gut an ein Klo gewöhnen. Kaninchen auf keinen Fall dürfen hungern. Also man darf Kaninchen nicht hungern lassen, weil die immer, ich sag jetzt mal, vorne rein und hinten raus. Also das muss gewährleistet sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich viele Zuschauer begeistert sind. Wir sind es ja auch. Die kommen gleich her, die sind sehr neugierig. Aber am Ende muss es auch passen, weil jedes Tier ja für immer ausziehen soll und jedes Tier auch wohl überlegt angeschafft werden soll. Wie entscheidet ihr denn das, ob und wann es passt? Also die Haltung ist bei uns immer sehr wichtig, dass die eben genügend Platz haben. Dann auch, dass die, wenn jetzt Kinder im Haushalt sind, also wir sagen jetzt nicht, dass die generell nicht zu Kindern sollen, aber die Kinder sollen natürlich schon ein bisschen größer sein, dass sie das eben jetzt auch verstehen, dass ein Kaninchen jetzt nicht nur zum Rumtragen da ist und oder so, sondern dass die auch durchaus Bedürfnisse haben. 10 Jahre ist bei denen locker drin, also es kann dann auch mehr werden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass wir Ihnen zeigen konnten, wie wichtig eine artgerechte Haltung auch bei Mäusen und Kaninchen ist und dass kein Tier als Geschenk, sondern wohl überlegt angeschafft werden soll. Apropos Geschenk, wir wissen natürlich, dass nicht jeder ein Tier aus dem Tierschutz adoptieren kann, aber es gibt immer die Möglichkeit, die Tierschutzvereine in der Region zu unterstützen, zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft oder eine Patenschaft, und das wäre zum Beispiel ein geeignetes Geschenk für den nächsten Geburtstag oder eben auch Ostern. Und damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.